zweiten Runde dann bei den 20 dann Sit-Ups. Kniebeuge, Sit-Ups, Kniebeuge, Sit-Ups, um einfach das Bein ein bisschen zu entlasten zwischendurch. Du wechselst mal zwischen den beiden Übungen in jeder Runde. Ja, passt das für dich? Ich Ja, habe gerade eine Aufnahme eingeschaltet, aber ich glaube, ihr habt gehört, also beginnen mit Kniebeugen und ich. Genau, bauen wir deine Sit-Ups. Kniebeuge auf mit deiner Box, dass ich mir die nochmal angucke. Die Kamera bitte ein bisschen tiefer. Und Iris, alles ganz normal machen, nur 5 Burpees anstatt 10. Ja? Passt das, Iris? So, Charlie, müssen wir bei dir irgendwas skalieren wegen der Knie oder kommst du zurecht? Ich brauche einfach ein bisschen länger, das macht nichts. Das ist aber nicht akzeptabel. Ja, Ja. ich gebe Gas. Beeil dich beim länger Ja, dauern, genau, ich okay? beeile mich beim länger brauchen. Und geh mal bitte ein bisschen mehr Richtung Wand, weil ich sehe immer nur so bruchstückhaft was von dir. Noch ein bisschen mehr zur Tür, wenn das okay ist. So? Jawohl, jawohl. Und Adelaide, wenn möglich, vom Platz her seitlich, so wie du jetzt stehst, so seitlich zur Kamera. Genau, wenn du den Platz hast. Du kannst natürlich weiter hintergehen. Da stört dich da dein irgendwas steht da rum, Rudergerät, glaube ich. Für die So, Burpees. alles, jede Übung. So wunderschön wie bei der Franzi, alles seitlich. So, dann nochmal ein Tipp für die Schuhträger, für die drei. Ich würde bei diesem Workout immer empfehlen, und wenn wir nicht draußen irgendwo sind oder so wie ich in der Halle, wo bodenkalt ist, die Füße auszuziehen, die Schuhe auszuziehen. Einfach aus dem Grund, weil das einfach so viel Gewicht ist über die hohe Anzahl, was wir immer mit zurückziehen müssen. Das werdet ihr merken. Ja? Also barfuß ist es dann doch etwas leichter. Man trainiert die Fußmuskulatur. Auch das, Magst du richtig. ein Ja? bisschen hochscrollen, bitte? Klein wenig nur. Oh, ja. Wir fangen mit den Lunges an, Also, ne? Iris, raus aus den Schuhen, Iris. Ach, da eh schon. Ja, okay. Jawohl. Uschi, raus aus den Schuhen. Helmut, raus aus den Schuhen. Kommt. Warum nicht? Wo musst du springen bei dem Workout? Springen. Das ist doch kein Springen. Da machst du so einen kleinen Hüpfer, dass die Füße kurz vom Boden weg sind. Also da mal aus der Komfortzone rauskommen. Ich sag's nur. Ihr könnt machen, wie ihr wollt. Ich sag's dir nur. Kommt mal aus der Komfortzone. Macht mal etwas anders, was ihr sonst nicht macht. Und der Helmut auch, ja? Okay, was haben wir noch so für Gebrechen? Okay. Siehste, und trotzdem zieht es durch. Okay, also es geht los mit Ausfallschritten. Helmut, Kniebeuge. Dann 10 Burpees, 10 Ausfallschritte, 10 Burpees, 20 Ausfallschritte, 10 Burpees, 30, 10, 40, 10 und so weiter, bis wir uns bei 100 hochgearbeitet haben. Noch einen Tipp. Ich legt euch was zu schreiben hin, nach jeder Runde einen Strich machen. Also nach jedem 10er Burpee einen Strich, damit ihr wisst, okay, die erste Runde habe ich erledigt, bin in der zweiten. Man verliert schnell den Überblick bei diesem Workout. Was denkst du denn, Uschi? Okay, dann hast du falsch gedacht. Außerdem weiß ich nicht, ob das wirklich der Gedanke von Uschi war. Ich habe Uschi gefragt, Helmut, da haben wir es wieder. Ich frage Uschi, Helmut antwortet. So, gibt es noch Fragen, ihr Lieben? Ja, Leg hoffe, ich habe los. richtig zugehört. Wie ist es mit Abwechseln? 10 links, 10 rechts oder 5 links, 5 rechts? Alternierend. Zehn Aha. Stück alternierend. Okay. Das heißt, es ist noch mal einfacher. Du machst eigentlich in der ersten Runde plus 5 pro Bein, ja? Extra für euch. In der zweiten Runde machst du plus 10 pro Bein und so weiter. Also es ist viel einfacher, als es anhört. 10 Sekunden, dann wird's ernst. Viel Spaß, Ladies und Gentlemen.
Ein Vollgas-Workout, da brauchen wir gar nicht überlegen, einfach durcharbeiten. Und Iris, du versuchst einfach konstant ein Tempo zu halten. Immer schön konstant. Franzi, du sparst dir viel Zeit, wenn du dir ganz schnell die Box neben dich stellst, sogar das Blatt Papier drauflegst, dass du während der Ausfallschritte schon den Strich machen kannst. Wenn ich richtig gesehen habe, geht er gleich in die 40er Runde. Ist das richtig? Jawohl. I've been searching.
5 Minuten sind erst um. Komm, ihr müsst gar nicht überlegen. Einfach weitermachen. Die Pausen sind die Ausfallschritte, so blöd wie es klingt. Aber da kannst du eher ein bisschen langsamer arbeiten. Genau, wunderbar. Sind noch 5 Stück. Sechs Minuten. To the dance. Now I hit the FBO with doubles in my hands. I did have a Xan, 13 hours till I land. She's in love with who I am. Back in high school, I used to bust it to the dance. Now I hit the FBO with doubles in my hands. I did have a Xan. In welche Runde gehst du, Headlight? In die 70er Runde gehst du rein? Mach nochmal mit dem Kopf, mach nochmal. Schön den Oberkörper oben lassen, Helmut, denk dran, nicht so nach vorne knicken. Immer schön im Joch in die Augen gucken. Jawohl, das ist besser. Bitte? Ob ich die Hände hochlebe? Kannst du, musst du nicht. Aber bei deinem Tempo kannst du dir eine 10er, eine 15er Dumbbell auf den Rücken legen. You got the love.
80er Runde bei Headlight. Sehr gut, Iris. Machst du richtig gut. Schön konstant. Charlotte mit dem Knie, alles gut? Very good. Ja. Schönes Tempo. Franzi auch. Ich glaube, bei Franzi sind noch ein bisschen Reserve. An den Burpees müssen wir dann noch gehen, Franzi. Da geht noch was. Mal breiter nach vorne zu springen, Charlie. Dass die Füße weiter auseinander gehen, dass du nicht so eng springst. Was? Dass du mit den Füßen ein bisschen breiter springst. Ja. Nach vorne. Um weniger Kniehebel zu haben. Ja. Bist du jetzt in die 80er Runde, Franzi? 90. 90er Runde. Komm, jawohl. Bist du jetzt in den 90er? Ja. Ja, okay. Dann bist du circa 10 Wiederholungen hinter Franzi. Alles Kopfsache, Leute. Ihr seid alle auf der Zielgeraden. Sehr, sehr gut. Charlie, in welcher Runde bist du? Gleich mit 70 fertig. Die 70er Runde. Gehst dann in die 80er, ja? Okay. Jetzt auf der Uhr. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. I found it hard, it's hard to find.
Hunde da vorne. Kommen Sie an, die 10 Wiederholungen. Los geht's. Das sind immer noch sehr schöne Burpees, Helmut. Sehr gut. Runde. Die letzten 110 Wiederholungen für Edward. 18 Minuten nach der Uhr. Komm Iris, komm. Geh wieder rein, komm Iris. Rumpfgehen macht sich besser, komm. Genau, lieber in Ruhe arbeiten. Du knickst jetzt so nach vorne, Adelaide. Genau, jetzt sieht besser aus. Und letzten Burpees für Franzi. Und nach 20 Minuten, komm, wir sind bei 50. Jawohl, 56, Respekt Franziska, 1956. Für Strafen muss ich jetzt lange ausruhen, die anderen sind noch, haben noch 10 Minuten. 10 Minuten bis Timecap, Leute. Also das war die Bestzeit, würde ich sagen, Franzi. Von dir auch. Oh, schön. Very good. Ein schönes Kopfwerk. Ja, ich weiß. Und die letzten Burpees für Adelaide. Warte Zeit, Adelaide. Komm. Schieb an. Weiter.
Adlight, Franzi, ihr beide könnt gerne noch einen Chorfinisher eine oder andere Runde machen. Ich habe es euch noch eingeblendet. Nur wenn ihr wollt, ja? Weil ihr jetzt noch relativ viel Zeit habt. Mit einem 10 Kilo Gewicht ungefähr könnt ihr die Russian Twist machen und für den Rest braucht ihr kein Gewicht. So, Charlie, in welcher Runde bist du? 90. Sehr gut, vorletzte Runde. Iris, in welcher Runde? 70. Jawohl, 23 Minuten jetzt um. Uschi, wo bist du? 90. 90er Runde. Und Helmut? Okay, sehr gut, Leute. Das sieht gut aus. Also für die beiden schnellen Damen 30 Russian Twist, 30 V-Ups, 30 Hollow Rocks, 30 Arch Rocks. Kopfsache, wie Franzi schon gesagt hat. Komm, zieh's weiter durch. Einfach dranbleiben. Wir haben noch 6 Minuten bis Time Cap. Wir sind bei 24 Minuten. Jawohl, und Charlie geht in die letzte Runde. Sehr gut, Charlie. Uschi, glaube ich, auch, oder? Ja. Jawohl, gleich auf. Ausfallschritte, 10 Burpees, dann ist der Drops gelutscht. Knie gerade lassen, Adlight. Versuch mal die Knie gerade zu lassen und die Beine höher zu ziehen. Ja! Come on, dance with me. Was ist denn das für eine Rolle da, sagt Adlight? Ist das, es tut weh, es tut weh, Bauchrolle. Aber ich kann euch versprechen, die Hollow Rocks machen noch mehr Spaß danach. Hast du Krämpfe? Ja. Okay. Come on. Jawohl. Dance with me. So, Ladies and Gentlemen, die letzten 4 Minuten! Runde bist du? Ich bin in der 70er Runde. Glaube ich, kann ich fast gar nicht glauben. Ich denke, du bist schon weiter. Wir sind jetzt bei 27 Minuten. Ja, ich bin langsam. Nee, ich hab das nicht. Aber komm, geh wieder rein, komm. Wer so entspannt mit mir reden kann, der hat Reserven. Komm.
Jan und Franzi, eine Runde reicht. Heute haben wir mal eine Runde gemacht, das hat uns gereicht. Aber ihr könnt gerne auch noch eine zweite machen. Aber von der Zeit müsste es gut ausgehen. Helmut Oberkörper, Helmut Oberkörper. Bis zum bitteren Ende. 2 Minuten nur noch. Die letzten Wiederholungen. Komm. Jawohl. 28:43. Gut, Charlie. Jetzt habe ich die Uschi verpasst. Die war auch kurz vor dir fertig. Uschi, du hast die Zeit, oder? Ja. Okay, letzte Minute, Leute. Komm. Sehr gut, Leute. Ein Ekel-Workout. Das Problem ist bloß mit dem Kopf ausschalten. Mir passiert es dann, dass ich an irgendwas anderes denke und dann verzähle ich mich ständig. Weil das so monoton ist. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Gut gemacht, Leute. So, dann trage ich gleich mal mit euch zusammen die Zeiten ein, dass ich da nichts falsch mache. Also ihr wart deutlich schneller als wir heute Morgen. Aber klar, am Abend ist das immer leichter, ist ja viel leichter am Abend. Die Franzi hat Alex mit 19,56. Wahnsinn. 19,56. Dann haben wir eine 20,57. RX für Adelaide. Dann haben wir eine 28,45. Halt. Die gehört woanders hin. Dann RX für die Charlie. Dann Helmut. Helmut SC. Bei mir kannst du RX Plus schreiben, weil für die Sit-Ups braucht man viel länger als für die Lunges. Ja gut, das liegt ja nur an dir. Du wolltest ja auch mit den Sit-Ups machen. Entschuldigung, dass ich eine Behinderung habe. Ich werde schauen, dass ich es mir samt gewöhne. Warte mal, ich schreibe es. Squat. So, falsch. Squat. Sit-Up. Und Uschi, was war deine Zeit? 28,38, also ganz knapp vor der Charlie. Und die Iris, wie viele Wiederholungen haben gefehlt? 262. 262? Ja. Kann ich fast nicht glauben. Dass du so viel langsamer sein sollst wie die Maddie. Ja. Entweder sie hat sich verzählt oder du. Aber sei es, wie es ist.
Du kannst die Aufnahme übrigens stoppen, wenn du möchtest, Helmut. Sehr gut. Jetzt gucke ich mal kurz. Bearbeiten. The Happening. Ah, der kann nicht. Doch, eigentlich kann er doch von Tabellenblatt zu Tabellenblatt springen, oder? Irgendwie kriegt das aber nicht hin. Komisch. Hast du alle Tabellenblätter eingegeben, eigentlich, ja. Ja, die sind ja alle in einem Sheet. Ja, normalerweise müsste er das machen. Eigentlich, ja. Aber wir gucken mal, das war am 9.5. Nee, halt, ich bin schon viel zu weit. Das war 22. Zweite, fünfte. Eine Woche weiter. Da ist es. Also vor knappem Jahr. Ah, hier sind sogar noch die anderen Ergebnisse. Da war die Franzi bei 21,44. Da habe ich nämlich das mal aufgeschrieben. Guckt mal, da habe ich hier nämlich 20 haben wir zweimal gemacht, dann 21, 22. Mach's mal ein bisschen größer, wenn ich das hinkriege. Wo ist hier die Skalierung? Ein bisschen größer. Da. Warst du da nicht dabei? Oder? Du auch? Seht ihr das? Nein, weil da hatte ich ja nichts. Ja, schlecht leslich. 21. Also 20 war die Franzi Westgym bei 19,59. Ja, guck mal. 21 war die Franzi bei 20,29 und letztes Jahr warst du bei 21,44. Helmut letztes Jahr.